Moin, herzlich willkommen auf den Kanal von Cargo Bike Lovers. Mein Name ist Liesje und heute stellen wir euch ein wunderbares Lastenrad vor. Wir berichten heute über das Duzheter Di2. Das Duzheter soll ein modulares, nachhaltiges Lastenrad für Familien sein. Und wir schauen, ob es das hält, was es verspricht. Bei diesem Lastenrad geht Duz einen ungewöhnlichen Weg, denn es besteht aus 17 Alugussteilen. Also warum entwickelt man ein Lastenrad, was aus 17 Aluminium-Druckgussteile besteht? Naja, man kann es dann teilen und einzelne Teile wären dann auch austauschbar. Das macht das Rad natürlich langlebiger. Gelenkt wird dieses Lastenrad mit Hilfe von Seilzügen. Das Rad hat insgesamt eine Länge von 2,75 Meter. 2,75 Meter ist dieses wunderbare Lastenrad 12 cm länger als ein Urban Arrow. Und diese wunderbare Aufhängung kann auch für andere Mittelmotorkonzepte adaptiert werden. Und in diesem Fall haben wir ein Shimano EP6 Cargo. Bekannte Mittelmotorkonzepte sind beispielsweise Bosch, Brose, Yamaha und Barfang. Wie an meinem Le Petit Porteur. Bei unserem Testrad hier wurde ein Kettenblatt verbaut und hinten haben wir 10 Ritzel in Verbindung mit dem Shimano Steps und einer Di2-Schaltung. Diese Schaltung finde ich wunderbar beim Fahren, denn sie weiß immer ganz genau, in welchem Gang ich mich befinden muss. Das hat auch den großen Vorteil, wenn man an einer Ampel steht und man vergessen hat, runterzuschalten, ist mit diesem Rad überhaupt gar kein Problem, denn es schaltet für dich runter. So fährst du immer im idealen, optimalen Gang los und das verringert auch den Verschleiß. Der 630 Wattstunden Akku verspricht eine super Reichweite. Außerdem finden wir bei unserem Testrad einen Speedlifter und eine Sattelstütze. Mit dem Speedlifter könnt ihr die Größe des Rads an den Chauffeur anpassen. Für Fahrkomfort wird auch gesorgt mit dieser Federgabel. In Sachen Bereifung setzt Duz auf den Schwalbe Pickup. Hier vorne mit 20 Zoll, hinten mit 26 Zoll, jeweils mit 60 mm Breite. Beim Licht ist ein guter Standard gewählt, der Busch & Müller IQ XS und hinten ein in den Gepäckträger integriertes Rücklicht. Das Duzheter ist modular aufgrund seiner vielen Optionen. Wir haben hier eine Box, wo es sogar auch einen Deckel für gibt, den man abschließen kann. Außerdem gibt es ein Softcover und ein Canopy, falls es regnet und ihr die Kids abholen möchtet. Also falls ihr mehr über dieses Fahrrad mit Regenschutz, dem Canopy, wissen wollt, dann schaut auf den Kanal der Radelbande vorbei. Die haben nämlich das Duzheter mit Canopy, Enviolo, Gangschaltung und dem Gatesriemen ausführlich getestet. Schaut dort vorbei. Bei den Bremsen setzt Duz auf Tektro-Bremsen. Vorn 180 mm, hinten 200 mm. Bei unserem Testrad, kommt mal näher ran, seht ihr einen doppelten Kindertransportsitz. Und zwar sind die mit Fitlock ausgestattet. Diese Kissen sind nämlich mit einem ganz besonderen Material gefüllt. Und zwar bei der Verarbeitung dieser Box fällt natürlich auch noch Reste an. Und diese Reste werden in Form von kleinen Kügelchen hier, dienen die als Füllung. Und die ist sehr komfortabel, wie man sieht. Hier oben schalte ich das Rad ein. Auf der Anzeige sieht man auch super, ob das Licht eingeschaltet ist, wie viel Uhr es ist, wie viel Akku man schon verbraucht hat. Hier kann ich einschalten, welche Unterstützung ich möchte. Echo, Trail oder Boost. Und bei A2 weiß ich Bescheid, dann ist der automatische Modus eingestellt. Ansonsten könnte ich hier natürlich auch individuell schalten. Aber warum? Das macht es ja automatisch für mich. Also, los geht's. Das laute Geräusch, was ihr gerade gehört habt, das ist so ein ganz kleiner Kritikpunkt. Das könnte schon gedämpft sein. Auf geht's! So, ich bin im Eco-Modus und ich gehe natürlich direkt in Trail und in den Boost. Wow!
Das hat Schub. Also wenn ihr mal spät dran seid, ist das überhaupt gar kein Problem. So, wenn ich hier um die Kurve fahre, hat das auf jeden Fall ein gutes Gefühl in der Lenkung. Es fühlt sich sehr agil an. Und ja, ich liege hier einfach stabil auf der Straße. Also super, man sollte erst meinen, durch das Gewicht, dass es schwieriger wäre, um die Kurve zu fahren, finde ich gar nicht. So, auf geht's. Jetzt schauen wir gleich mal, wie das Rad am Berg sich verhält. Wie das ist, wenn wir wirklich einige Steigung haben. Und das haben wir ja in Wuppertal auf jeden Fall. Aber ich liege hier richtig komfortabel, gut auf der Straße. Ich bin jetzt gleich mal gespannt, wie das an einer Kreuzung ist, wenn ich anfahren muss. Ich habe ja auch die Automatik eingeschaltet. Ob das auch so gut klappt, wie man sich das so vorstellt, wie es beschrieben ist. So, ich steige ab. Ja, auch kein Problem. Ich habe guten Halt. Komme auch wieder gut auf das Rad. Jetzt müssen wir einmal kurz warten. So, jetzt kommt der Berg. Und wie schaut's aus mit der Schaltung? Ja, es läuft. Super, geht richtig gut. Also, so eine Automatikschaltung hätte ich auch immer gerne. Großer Pluspunkt. So, jetzt geht's weiter. Wir machen hier mal einen Schlenker. Wie das ist, wenn wir enge Kurven fahren, klappt auch klasse. Jetzt geht's bergab. Also, ich könnte mir das gut vorstellen, hier mit zwei Kindern, Hund, Einkauf. Ja, hiermit so im Alltag zu fahren. Dadurch, dass ich so eine hohe Sitzposition habe und eine gerade, habe ich einen super Überblick. Ich kann gut nach links und nach rechts gucken. Und das Fahrrad ist überhaupt nicht schwerfällig. Also noch ein paar. Fahre ich mal ein paar Kurven. Ja, hier hat man eine agile Fahrweise. So, ich bin wieder zurück von der Probefahrt. Und Napoleon, was meinst du, für wen ist dieses Fahrrad geeignet? Für Hunde natürlich. Denn hier hat euer Hund massig Platz. Aber nicht nur für Familien mit Kindern oder Menschen mit netten kleinen Hunden oder großen Hunden ist dieses Fahrrad geeignet. Auch für den Handwerksbetrieb. Denn diese Box hat auch diesen tollen Deckel, der abschließbar ist. Und so sind eure Werkzeuge immer sicher und ihr habt massig viel Platz für eure Werkzeuge und für euer Material. So, Napoleon, und jetzt kommen wir zu unserem Fazit. Das Dues Heater ist eine waschechte Alternative zum Urban Arrow und zum Cargo FS 200 und auch zum Bullet X. Meiner Meinung nach macht das DI2 in Verbindung mit dem Shimano-Motor einen wunderbaren Job. Also ich finde das klasse, dass ich mir überhaupt gar keine Sorgen machen muss, in welchem Gang ich bin. Also die Kiste ist geräumig, die Details sind super. Also ich kann jedem nur eine Probefahrt empfehlen. Also ihr Lieben, wie hat euch unser Video zum Dues Heater gefallen? Foto hoch oder Daumen hoch? Schreibt's in die Kommentare, wenn ihr noch etwas darüber wissen möchtet. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Eure Cargo Bike Lovers.
Und Napoleon natürlich auch. Also Julian, weißt du was? Das wäre doch optimal, wenn ich mich hier morgens mit einer Tasse Kaffee reinlege, Napoleon auf den Schoß, wir kuscheln noch ein bisschen, ne? Und du relaxst auch. Und dann fährt mich jemand so zur Arbeit. Wer hätte denn da Lust drauf? Also ich suche einen Chauffeur oder eine Chauffeurin.